Ja, vielen Dank fürs Interesse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin hierher gekommen, um eine Botschaft zu überbringen und eine Botschaft in die Öffentlichkeit zu senden. Das Erste, ich habe versucht, in dem Gespräch deutlich zu machen, dass die Bundesregierung und natürlich besonders auch der Stadtentwicklungsminister die Tätigkeit der Kirchen, der Vereine, der Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Stadtteile und Städte sieht und würdigt. Ohne diese Arbeit wäre insbesondere bei den sozialen Brennpunkten das Zusammenleben nicht so gut zu gestalten, wie es mit den vielen ehrenamtlichen Helfern gestaltet wird. Mein hohen Respekt vor dieser alltäglichen Arbeit, hoher Respekt und Dankbarkeit, dass wir auf Sie zurückgreifen können. Wir haben in unserem Gespräch festgestellt, dass wir diese Arbeit intensivieren können, die Zusammenarbeit zwischen meinem Haus und Ihnen, und haben uns vorgenommen, vielleicht sogar einmal alle diejenigen zusammenzuholen, die Land auf Land ab, zum Beispiel mit dem Programm Soziale Stadt, dafür sorgen, dass in den Stadtteilen soziale Arbeit durch Sie geleistet wird, mal in die Diskussion zu gehen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus und was können wir gemeinsam tun. Ganz konkret jetzt, und das ist die Botschaft auch an die Öffentlichkeit, hat die Bundesregierung zwei Konjunkturpakete aufgelegt, und besonders das zweite ist insofern für freie Träger, für Kirchen wichtig, als wir ausdrücklich die Trägerschaft neutral gehalten haben, wenn es darum geht, Gebäude im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen energetisch zu sanieren oder auf andere Weise instand zu setzen. Die Bundesregierung und die Länder geben 13,3 Milliarden Euro, um in Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur und sonstige Infrastruktur zu investieren. 75% der Bund, 25% die Länder. Und das Geld soll angewendet werden, um Schulen, Kindertagesstätten, Schwimmhallen, Turnhallen, Feuerwehrhäuser, Jugendclubs, aber eben auch Einrichtungen im kirchlichen Bereich energetisch zu sanieren. Das muss der Schwerpunkt sein bei der Mittelinanspruchnahme, aber auch ansonsten zu ertüchtigen. Jetzt geht es darum, dass die freien Träger sich Gehör verschaffen bei den Städten und Gemeinden. Die sind nämlich letztlich für die Prioritätenliste, für die Festlegung der Reihenfolge der Maßnahmen zuständig. Und die Bedingung des Bundes ist, dass dieses Geld in Baumaßnahmen fließt, die bis zum Jahre 2010, Ende 2010, umgesetzt worden sind. Denn wir wollen ja einen konjunkturellen Effekt erzielen. Wir wollen ja, dass die Handwerksbetriebe nicht erst im Jahre 2012 Nutzen davon haben, sondern wir wollen jetzt Arbeitsplätze sichern. Jetzt geht es also darum, aufzurütteln, nehmt die Projekte aus der Schublade, die ihr habt, legt sie den Städten vor und versucht durchzusetzen, dass auch in diesem Bereich Geld fließt. Wir müssen noch einige Fragen mit den Ländern diskutieren, beziehungsweise bei ihnen abfragen, nämlich die Frage, wie viel muss der freie Träger eigentlich finanzieren. Der Bund gibt 75%, man könnte sich auf den Standpunkt stellen, der Bund hat gleich mal den Anteil der Träger, der Kommunen und Gemeinden mit übernommen. Jetzt könnten die Länder den Rest übernehmen, das tun die Länder nicht, sie teilen sich das auf. Und mein Appell geht noch einmal von dieser Stelle an die Länder, die finanzschwachen Kommunen, aber auch die nicht so stark aufgestellten Träger, die oftmals nicht über genug Kofinanzierungsmittel verfügen, in die Lage zu versetzen, diese Programme abzurufen. Wenn wir diese Infrastruktur nicht erhalten, wenn wir nicht zum Beispiel die Betriebskosten durch energetische Sanierung senken, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Träger in der Zukunft weniger in der Lage sind, ihren sozialen und sonstigen Dienst zu leisten. Deshalb Appell an die Länder, aber auch an die Träger. Kümmern Sie sich um den Abfluss der Gelder auch in diese Richtung. Vielen Dank. Wir wollen einmal etwas tun für die Sicherung der Arbeitsplätze hier ganz speziell im Bauhandwerk, im Baugewerbe, in der Bauindustrie. Wir wissen, dass wir vor einem konjunkturellen Absprung stehen und da müssen wir was tun, dass uns das in Deutschland möglichst wenig trifft.
Wir nehmen dafür Schulden auf. Und das nicht zu knapp. Die Konjunkturpakete insgesamt mit einer Summe von 50 Milliarden Euro belasten kommende Generationen. Jetzt ist die Frage, was rechtfertigt eigentlich neben der Krise die Schuldenaufnahme? Es rechtfertigt, wenn wir etwas für die kommenden Generationen tun. Und das im doppelten Sinne. Das eine ist, energetisch etwas zu tun. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk auch auf der energetischen Sanierung. Wir können den Ausstoß von CO2 stoppen bzw. minimieren. Wir können den Energieverbrauch senken. Wir können, wenn wir es geschickt anstellen, mehr regenerative Energien zum Einsatz bringen und damit die fossilen Rohstoffe sparen bzw. etwas gegen deren exorbitanten Verbrauch zu tun. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist etwas für Bildung, für das soziale Klima in Stadtteilen zu tun. Und deshalb wenden wir uns ganz besonders diesen öffentlichen Einrichtungen zu. Es geht eben um Schulen, um Kindertagesstätten, es geht um Krankenhäuser, um Jugendeinrichtungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und da ist die Trägerneutralität ja naturgegeben. Es ist nicht nur das, was die öffentliche Hand bewirtschaftet, gefragt, sondern wir brauchen da die gesamte Palette, wenn wir vorankommen wollen. Deshalb die ausdrückliche Bitte um Unterstützung durch die Kirchen, die konkreten Projekte jetzt bei den Kommunen anzumelden, damit wir praktisch in einer konzertierten Aktion zwischen öffentlicher Hand und den privaten Trägern diese Aufgabe in den Jahren 2009, 2010 leisten. Ja, Nachmeier vom evangelischen Kirchendienst. Herr Minister, können Sie noch mal sagen, wie genau Sie das jetzt gemeint haben? Sollen die Kommunen den Anteil zahlen, wenn die Kirchenträger zum Beispiel ein Projekt einreichen, oder sollen die Träger das selber zahlen? Und wenn das noch nicht geklärt sein sollte, wie und wo wird das? Also ich rufe noch mal in Erinnerung, wie die Quotierung im Großen ist. 75% des Geldes übernimmt der Bund, 25% die Länder. Insgesamt 13,3 Milliarden, nach Adam Ries 10 Milliarden zu 3,3 Milliarden. Das ist die Grundlage. Und jetzt gibt es eine Quote in der Quote. Die Länder beteiligen ihre Städte und Gemeinden an diesen 25%. Und da ist die erste Aufforderung des Bundes, gibt Geld auch an die Städte, die nur einen ganz geringen kommunalen Anteil leisten können, weil sie sich zum Beispiel in Haushaltsnotlage befinden. Dann sollte die Quote möglichst gering sein, gegen Null gehen fast, denn wir brauchen auch die energetische Sanierung genau bei den Städten, die Haushaltsnotstand haben. Die können dann nämlich ihre Betriebskosten senken und können Schritt für Schritt ihre Schulden abtragen. Und der zweite Appell geht in Richtung freie Träger, legt nur eine solche Quote fest, die auch tatsächlich von den freien Trägern darstellbar ist, damit die Trägerneutralität in Praxis überhaupt wirksam wird. Das ist allerdings eine Aufgabe der Länder und es wird ein Flickenteppich, um es negativ zu sagen, oder eine Vielfalt, um es positiv zu nennen, von Länderregelungen geben, wie man sowohl mit den finanzstarken Kommunen umgeht, mit den finanzschwachen und mit den Trägern. Deshalb mein allgemeiner Appell, es muss uns gelingen, dass auch die Träger, die nicht so finanzstark sind, an diesem Programm teilhaben können. Und ich erwarte Regelungen, die das ermöglichen. Das müsste jetzt im Laufe der nächsten 4 Wochen geklärt werden. Ich weiß, dass die Länder, die ja jetzt an den Konzepten arbeiten, sie zum Teil schon erarbeitet haben, wie sie mit dem Geld also zu den Kommunen und freien Trägern umgehen. Dass es jetzt nicht missverstanden wird. Wir kombinieren jetzt nicht das Programm Soziale Stadt mit dem Konjunkturpaket, sondern es geht darum, die Infrastruktur, die Bildungs- und die sonstige kommunale Infrastruktur der freien Träger zu unterstützen bei der energetischen Sanierung. Kommt also nicht darauf an, dass man jetzt überwiegend an einem sozialen Brennpunkt Einrichtungen hat. Das ist ein anderes Programm, das da eingeschränkt ist, das Programm Soziale Stadt. Das Konjunkturpaket bezieht sich nicht auf soziale Brennpunkte. Aber wenn man natürlich einen solchen Effekt mit erzielt, dass man ein Gebäude saniert, energetisch saniert und sonst wie saniert, damit Betriebskosten spart und die kann man wieder einsetzen, um soziale Arbeit zu machen, ist das natürlich ein doppelter Dreifacher. Also das ist nicht eingeschränkt auf die Programmgebiete der sozialen Stadt.